Und mit den Ungarinnen kam auch eine alte Bekannte in die Wiedigsburghalle, Danik Snelder, die Ex-Thüringerin, immer wieder ein gern gesehener Gast, ganz im Gegensatz zu ihrem Verein. 4 Spiele gab es bisher zwischen beiden Teams, 3-mal gewann Budapest. Immerhin konnten die Thüringerinnen zuletzt den Ungarinnen ein Unentschieden abbringen und sie legten los wie die Feuerwehr. Josefine Huber 4:0 nach 5 Minuten. Das einzige Tor übrigens von Danik Snelder heute, das 10:9, sonst sie weitestgehend vom THC aus dem Spiel genommen. Und trotz einiger technischer Probleme konnten sich die Thüringerinnen bei Jana Krause bedanken, heute wieder in einer überragenden Form. Kurz vor der Pause, Kuddelmuddel da, eine allerdings behielt die Übersicht. Annika Niederwieser aus 11 Metern, ein Strich durch die Wiedigsburghalle. 15:14 stand es zur Pause. In den zweiten 30 Minuten machten sich allerdings sowohl die englische Woche als auch die Ausfälle von Hubinger und Mitrovic immer mehr bemerkbar. Die Ungarinnen gingen in Führung und zogen davon.